Heute bei Game Inc. Assassin's Creed Unity London. Sag Leute, willkommen zu Game Inc. Spielt Assassin's Creed Syndicate auf der PS4. Und wir starten ohne lange Umschweife direkt ins Spiel. Und ich sage, fortsetzen. Und wir spielen die elegante wie hübsche Ivy, die auf der Mission ist, einen Verfolger zu verfolgen. Hört sich komisch an, ist aber so. So, und wir haben nicht viel Zeit, denn da oben läuft diese immer schnell runter, denn Scharfschützen sind auf dem Weg, diese gute Frau da unten uns kaputt zu machen zu wollen. Und er sieht mich, glaube ich. Sieht er mich oder sieht er sie? Achso, hallo. Und was kann ich zu diesem Spiel sagen? Ich habe es jetzt ein paar Stunden gespielt. Bin jetzt so bei 20% circa. Und es kommt mir vor wie eine Assassin's Creed Unity Mod beziehungsweise eine Light-Version, da wir bei weitem nicht mehr so viele Möglichkeiten haben wie noch in einem Assassin's Creed Unity. Es gibt nicht mehr so viele Gebäude, in die wir reingehen können. Die Stadt wirkt deutlich kleiner, dadurch, dass die Straßen jetzt breiter sind, die Häuser sind etwas höher. Deswegen haben wir auch diesen Slingshot, den wir gerade auch schon in Aktion gesehen haben. Und das verdeckte Ausschalten funktioniert leider nicht mehr ganz so gut. Man wird häufiger in Kämpfe verwickelt, als einem lieb ist. Und wir können aber diesen Slingshot benutzen. Selbst nach oben geht's mit einem kurzen Schwinger der Physik zum Trotz. So. Und wie wir sehen, viktorianisches London. Es sieht ganz hübsch aus, aber man merkt halt doch, dass es in einem Jahr zusammengekloppt wurde. Und dieser Bahnhof geht mir tierisch auf den Sack, denn ich weiß nie, wie ich da reinkomme. In der Regel ist hier ab und zu mal ein Fenster auf Kipp, weil muss ja immer gut gelüftet werden, so ein Ding. Also dann stinkt es. Ja, in der Regel blutest du, sagt meine Stimme auf dem linken Ohr. Ja, so mache ich das eigentlich mit den Gags. Da sitzt immer jemand am Google-Rechner und tippt mir die Witze hin. So, was man jetzt aber machen kann, ist, wir können durch das hinzugefügte Bandensystem, das es gibt, Leute rekrutieren, die zu unserer Bande gehören, den Rooks. Und die sind grün. Und alle anderen sind rot und wollen mir auf die Fresse geben. Wir können kurz mal auf die Karte schalten und uns durch die Menüs wursteln. Hier sehen wir einmal London in seiner vollen Pracht. Hier haben wir die Themse, City of London, ein überragender Name. Wer hätte das gedacht? Und dann haben wir noch den Strand, Westminster, Southwark. Und die Themse ist sogar ein eigenes Stadtgebiet. Was man nicht alles hat. Also man sieht schon alles so ein bisschen abgespeckt und leider hört es da nicht auf. Da kommen wir aber gleich zu. Wie man sieht, diese ganzen roten Gebiete sind noch von gegnerischen Banden oder Gangs übersehen und wir müssen eine bestimmte Mission machen in so einem Gebiet und sobald also Kinder aus der Kinderarbeit befreien, irgendwelche Anführer killen. Und dann ist dieses komplette Gebiet auch ruckzuck eingenommen, was ich schade finde, weil man hat nicht so den Kampf um ein Gebiet. So, jetzt gehen wir mal in unser Inventar, denn auch hier wurden leider Abstriche gemacht. Da wir jetzt keine Schwerter mehr in London mit uns rumtragen, wegen Fortschritt und so, haben wir jetzt nur noch
viel zu große Messer, die immer so einen Knicker in der Optik haben. Dann haben wir Stöcke, die auch ein Messer im Hals haben. Und wir haben Schlagringe à la Mad Max. Da gab es auch schon Schlagringe. Und wir können jetzt auch Sachen uns zusammenkloppen. Dazu finden wir jetzt auch immer Materialien, die aber vor allem für die Gang-Upgrades wichtig sind. Dann haben wir unsere Assassinen-Handschuhe. Und wie man sieht, im Vergleich zu Unity, ich meine, wir haben 10 Handschuhe. Gut, wir haben für Evie und ihren Bruder, dessen Namen ich gerade vergessen habe, unterschiedliche Sachen. Ist nicht so viel. Schusswaffen haben wir auch. Da gibt es eine Handvoll Revolver. Umhänge gibt es jetzt. Wow. Die sehen ganz hübsch aus bei ihr. Wobei, das sieht so ein bisschen nach Tischdecke aus. Nach blauer. Monturen. Auch hier wahnsinnig viel. Die sehen zwar hübsch aus, aber umfangreich ist anders. Bei Unity war es ja auch noch so, dass die Ausrüstung einen gewissen Level hatte. Hier habe ich auch ein Level, aber den schalte ich durch Fähigkeiten frei. Und die Ausrüstung bringt da leider nichts mehr. So, Farben haben wir auch noch ein paar. Nichts weiter Interessantes. Wir können Sachen auch upgraden. Leider für jedes, die meisten Sachen haben gerade mal ein Upgrade. Das gradet man ab und dann ist da auch schon fertig. Fähigkeiten, das ist das Altbekannte. Es gibt ein paar Fähigkeiten, die haben nur, heißt er Jacob? Ja, Jacob heißt er. Und manche können nur sie erlernen. Das hält sich die Waage. Hier gibt es die besagten Gang-Upgrades. Da habe ich noch nichts freigeschaltet, außer dieses eine Ding hier. Und das musste man in einer Mission freischalten. Denn mir fehlen da oben rechts die Gegenstände. Das gab es schon in Black Flag, so ein System. Und ich würde eigentlich hier sehr gerne das hier aufwerten. Nur mir fehlt da halt noch ein Chemie. Wenn ihr wisst, wo man Chemie auf der Straße findet, gerne Kommentar an mich. Ich weiß es nämlich nicht. So, Herstellung. Da können wir uns jetzt eben Sachen zusammenbauen. Aber es ist ein bisschen schleppend. Natürlich gibt es auch noch den E-Shop, wo wir uns Helix-Punkte kaufen können. Was wir wieder investieren können. Dann haben wir hier diese Club-Abzeichen. Der Multiplayer ist übrigens komplett gestrichen. Wozu? Hat ja wohl keiner gespielt. So. Noch so eine Geschichte ist, man kann leider Missionen, Haupt- und Nebenmissionen, irgendwie nicht nochmal spielen. Vielleicht kann man das am Ende, ich bezweifle es aber. Das heißt, ihr habt eine Nebenmission verkackt. Oh, sie ist beendet. No, fuck you, man. Die Nebenziele wirst du nicht mehr erreichen können. Falls ihr es mal nicht gelesen habt oder so. Ich meine, das ging bei Unity auch besser. So. Aber ich muss sagen, trotz dass es nicht die ganze Zeit regnet, ist es immer fürchterlich feucht hier. Und es geht einem dauernd jemand auf den Sack. So. Nachdem wir uns hier unbeholfen ein bisschen rumsteuern. Wo muss ich denn hin zur Hölle? Da muss ich hin. Da wollte ich schon die ganze Zeit hin. So. Wie ich schon sagte, den Grapple Hook, den wir hier haben, den finde ich sehr gelungen. Der funktioniert auch ganz gut. Okay, was geht jetzt ab? Ach, das ist unser Zug, unsere neue Main-Basis, die ich immer über Schnellreise anwählen muss, weil versucht mal zu Fuß einen fahrenden Zug aufzuholen. Also den finde ich ein bisschen ungeschickt gelöst, warum der fährt immer in der Stadt rum. Man kann da sich zwar auch immer angucken, die Stadt, wenn man mal da mitreist, das ist ganz witzig gemacht. Aber who cares? So, jetzt haben wir hier so einen Gangfight, wo gleich aussehende NPCs miteinander kämpfen. Das ist auch nicht so interessant. Können wir auf diesen Zug aufspringen? Wir können auf ihn aufspringen. Zack. Diese heimlichen Tötungen gehen leider nicht mehr so gut von der Hand. Ich drücke und es passiert einfach nichts. Zack. Okay, was ist das? So. Wir leveln übrigens jeden Charakter einzeln. Das Kampfsystem ist insofern
schwieriger geworden, dass wenn man gegen Leute mit einem höheren Level kämpft, die Gegner haben jetzt verschiedene Level, ist es deutlich schwieriger. Das gab es zwar in Unity auch schon, aber da gab es, da war es nicht ganz so offensichtlich, wen man besiegen kann und wen nicht. Die hatten dann eher Feinde, die waren stärker und hatten dann nicht ein Level. Ich weiß gerade echt nicht, was zu tun ist. Ach ja, und es wird einem jetzt dauerhaft angezeigt, wie man irgendwelche Aktionen vollführt. Also ich bekomme immer noch angezeigt, außerhalb des Tutorials, wie ich zum Beispiel einen Todesstoß mache. So, das. Ihr habt euch ja extra da positioniert. Was gibt es noch? Das Adlerauge liegt jetzt auf L3. Ich weiß nicht, ob das bei Unity auch schon so war. Finde ich aber komisch. Ich finde es sowieso schade, dass sie ihre Idee vom Steuerungsprinzip nicht treu geblieben sind. Das Dreieck für den Kopf ist, linke Hand, rechte Hand, Kreis und Viereck. Doch. Und X zum Springen. Ja. Natürlich hat dieses Spiel auch mit Bugs ein bisschen zu kämpfen. Die sind in der Regel nicht so wahnsinnig schlimm. Okay, der hat die immer noch verfolgt. Das ist sehr komisch. Ein heimlicher Verehrer. Und manchmal sieht man halt in Zwischensequenzen manche Leute nicht. Da siehst du dann nur eine fliegende Waffe, die mit Personen redet. Und die Grafik ist jetzt auch... Naja, es gibt keine Verbesserung. Sagen wir einfach so. Aber es wirkt halt eben wie in Assassin's Creed Light. Hier alle Scharfschützen per Luftattentat getötet. Habe ich nicht geschafft. Schade. Könnte ich jetzt auch, wenn ich es jetzt hier sehe, nicht nochmal versuchen. Vielleicht wird es gepatcht oder ist eben am Ende so. Naja. Mein Kollege Julia hat sich ja sehr auf das Spiel gefreut, weil viktorianisches London und so. Und dann habe ich ihm das mal gestreamt, dass er sich das angucken kann. Und jetzt, falls ich Mist laber, kannst du mich gerne berichtigen. Er fand es nicht so geil, weil es ihm schon zu neu ist. Und ihn haben vor allem die Schiffe aufgeregt in dem Spiel. Julian, korrigier mich, wenn ich falsch liege. Ihm ist es halt mittlerweile zu modern. So, wir können uns auch hier wieder an Ecken verstecken. Das funktioniert leider immer noch nicht so super. Und wir haben jetzt einen Schleichmodus, wo sich die Charaktere eine Kapuze über den Kopf stülpen und dann geduckt voranschreiten. Ja, die Gegner-KI ist leider, wie zu erwarten, immer noch nicht verbessert worden. Finde ich auch ein bisschen schade. Und sie ist in manchen Fällen noch ein bisschen blöder geworden, habe ich so das Gefühl. Aber die Stadt haben sie sehr hübsch gemacht. Ich mag ja die Bauten. Nur wie man sieht, unendlich lange Straßen. So, wir haben auch das Bekannte. Okay, das Bekannte nach unten gehen. Ich kann nicht... Wie komme ich von diesem Zug runter? Es geht nicht. Ich möchte von diesem Zug. Merken Sie sich, wenn Sie auf einem Zug sind, sind Sie gefangen auf diesem Zug, bis dieser Zug anhält. Haben Sie weitere Fragen? Ich glaube nicht. Springen wir jetzt hinab. Wir springen jetzt hinab. Hier, super. Ich möchte nämlich, bevor wir hier dieses Video noch beenden... Vielleicht, dass wir uns mal auf ein neues Feature begeben. Das sind nämlich Kutschen. Diese können wir auch entführen. Und die sind ganz witzig. Ich finde, sie verhalten sich null realistisch. Aber das ist auch gut so, weil sonst würden die überhaupt keinen Spaß machen. Die haben sogar ein leichtes Schadensmodell. Hier haben wir die Feuerwehr. Man kann mittlerweile auch Leute festnehmen, in eine Kutsche verfrachten. Und dann dachte ich ja, hier läuft ja auch Polizei rum. Okay, ich verhafte jemanden, tue ja was Gutes für die Polizei, nehme ihnen die Arbeit weg. Aber nein! Ha! Die wollen ihre Arbeit lieber selber machen. Oh, zack, wir können auch runter. Und hauen mich dann kaputt, obwohl ich denen nur helfen will. So sind die nämlich drauf. So, hier sehen wir auch jetzt
Empfohlenes Level gibt es auch wieder. Das lassen wir lieber noch ein bisschen brennen und gucken uns hier um. Ich habe auch immer so einen Kreis um mich herum, der mir zeigt, wer gerade böse auf mich ist. So wie sie hier. Es gibt überhaupt sehr viele Frauen. Die Emanzipation ist in diesem Spiel angekommen. Zack, Messer durch. Die Finisher finde ich sehr cool, aber es ist bei weitem nicht mehr so blutig, habe ich das Gefühl, wie früher. Oh, jetzt hat mich die Polizei gesehen. So, habe ich noch irgendwas vergessen, worüber ich mich sonst immer aufreg? Weiß ich nicht. Ja, ich glaube, es wird leider sehr, sehr viel gekämpft mittlerweile in dem Spiel. Und dadurch, dass wir nicht mehr die Variation haben mit, ich kann zu meinen Klingen wechseln und zu meinen Waffen, finde ich ein bisschen schade, weil da geht mir ein bisschen die Variation im Kampf flöten. So, wen haben wir hier? Jetzt können wir mal dieses... Oh shit, das haben wir kaputt gemacht. Tja, ich wollte eigentlich ihn nur rammen. Jetzt habe ich ihn kaputt gemacht. Tja, schade. Legen Sie den Körper in ein Fahrzeug. Da hinten ist ein Fahrzeug. Okay. Und wie ihr seht, genau das meinte ich. Sind gleich alle stinkig auf mich. Jeder will mir gleich an die Wäsche. Deswegen machen wir einen taktischen Rückzug. Wagen entführen. Hier haben wir auch wieder unsere Granaten, die wir machen können. Werfen wir doch mal eine. Hat das irgendwas gebracht? Nö. Was ist denn das für eine Bombe? Ah, ich verstehe. Zack. Hier den Grappling Hook. Der ist ganz cool. Vor allem, weil man da auch echt schnell ausweichen kann. Entkommen kann, meine ich. Was auch ein bisschen rausgeflogen ist, sind so Feature wie man versteckt sich. Das habe ich kaum Orte gefunden, wo man das machen kann. Das Lockpicking-System, um Schlösser aufzumachen, wurde deutlich vereinfacht. Man muss jetzt nur noch das entsprechende Level haben und dann passiert das automatisch. Man braucht keinerlei Skill mehr, um Schlösser zu öffnen. Es gibt bei weitem nicht mehr so viele Truhen. Die Federn wurden ersetzt durch Spieluhren, die man sammeln kann. Wenn man da alle Spieluhren hat, schaltet man ein neues Assassinen-Ding frei, Montur, und es gibt auch keine Rätsel mehr. Und ich glaube, so viel mehr ist da nicht mehr zu sagen. Ich glaube, jetzt habe ich alle negativen Punkte, warum man dieses Spiel vielleicht nicht so geil finden kann, gesagt. Wer aber auf das Setting Bock hat, es sieht ja immerhin noch ganz hübsch aus. Das Spiel hat leider nur 9 Hauptmissionen. Unity hatte im Vergleich 12. Auch hier ein deutlicher Gewinnminimierung für das Spiel. Und leider ist der Big Ben sehr früh eingeführt worden, um den zu erklimmen. No joke intended. Was mir noch sehr gut gefällt, sind diese Nebelschwaden. Die ist typisch, so wie man sich halt London vorstellt und wie man es halt auch kennt aus besagten Disney-Filmen, wie zum Beispiel, hilft mir, wie heißt denn der Disney-Realfilm? Miss Poppins. Da sieht man das schon. Da sehen wir auch mal die Themse, wie sie vor sich hinfließt. Und jetzt ist mir tatsächlich der Redefluss abhanden gekommen. Oh, da hinten ist eine Truhe. Yay. Die holen wir noch. Zack. Und es sind auch nicht mehr so viele Scharfschützen auf den Dächern unterwegs wie in den Vorgängern. Wie macht sie das? Oh, ich habe 6 Chemikalien bekommen. Da waren die also drin. So, jetzt können wir in die Gang-Upgrades gehen
Und jetzt kann ich hier so einen Pub eröffnen. Verbessern wir das mal. Zack, jetzt bekommen wir mehr Einnahmen. So. Also ressourcentechnisch und geldtechnisch ist man hier echt deutlich knapper bemessen. Vielleicht noch kurz zur Geschichte. Grob umrissen. Wir sind auf den Spuren von Ezio Morricone. unserem Held. Nee, nicht von Ezio, von Alter Ia sogar. Okay, das war cool. Und beide Geschwister haben so unterschiedliche Antriebe, sag ich mal. Sie möchte halt den Edensplitter suchen und ihr Bruder Jacob, zu dem wir vielleicht auch mal kurz wechseln können, das geht on the fly mit R3, möchte halt einfach nur Templer auf die Schnauze hauen, beziehungsweise kaputt hauen. Da muss ich sagen, die Geschichte hat mich bis hierhin überhaupt nicht verpackt. Gepackt natürlich. Was ich sehr schade finde, weil in Unity fand ich die eigentlich ganz witzig. Vor allem wegen der Beziehung zu Elise. Tja, so sieht Jacob aus. Und wenn der in Schleichmodus geht, macht er was ganz Tolles. Der nimmt nämlich seinen Zylinder ab, steckt ihn sich in den Arsch, macht seine Kappe auf. Super, oder? Und ich würde sagen, wie lange machen wir denn die Geschichte schon? Ah, noch gar nicht mal so lange. Da zeige ich euch doch ein bisschen was. Stellen wir uns doch mal hier dazu, ne? Wieder Hut auf. Oh, Entschuldigung, ich wollte euch nicht das Ding versauen. Oh, und hier. Die ist ja auch, ne? Mit ihrem grünen Ding. Also auffällig ist die. Immerhin, das gibt es noch. Aber wir können uns in Gruppen verstecken. Auch wenn die uns dann eher blöd angucken, wenn wir uns ungefragt zu denen stellen. Aber wenn man so an der Straße langläuft, da passiert schon was. Vor allem hier die Sachen, das sind nicht hässliche Texturen, das sehen aus wie sogar richtige 3D-Modelle. Dieses Obst und Gemüse, das gefällt mir ganz gut. Also die Stadt ist wieder echt hübsch designt, da kann ich nichts sagen. Nur halt, es fehlen die Innenräume, was leider ein Rückschritt ist. Es gibt die zwar immer noch, die sind nur leider bei weitem nicht mehr so liebevoll gestaltet wie noch damals. Dafür sind die Außenbereiche ganz hübsch. Es gibt auch nicht so viele NPCs im Sinne von Varianten. Man sieht sehr häufig, also ich hatte eine Stelle, da ist fünfmal der gleiche Typ an mir vorbeigekommen. Da sage ich mal, das ging schon besser, liebe Leute. So. Was ganz cool ist, wir können hier von Schiff zu Schiff springen. Und wir können auch von einem Schiff dann relativ zügig auf eine Brücke, was mir ganz gut gefällt. Finde ich cool. Zack. Ja, und ich würde sagen, so eine Bootsfahrt, die ist lustig. So eine Bootsfahrt, die ist schön. Und wir machen hier einen Schnitt. Das soll es von Assassin's Creed Syndicate gewesen sein. Mission habe ich euch jetzt nicht gezeigt, aber ich denke, einen ganz guten Überblick über die Features und über die nicht vorhandenen Features dieses Spiel geredet zu haben. Ihr seht, wie es aussieht. Wer auf Bandenfeature à la GTA San Andreas Bock hat, auf das London mit seinen Kutschen und Booten, die so dermaßen unterwegs sind, also so viele Sachen kann man gar nicht importieren und exportieren, darf da ruhig zugreifen. Ich muss halt sagen, es kommt mir halt, selbst nachdem ich es lange gespielt habe, es ist immer vom Gameplay immer noch nicht perfekt, aber wer Assassin's Creed mag, wird da gut drüber hinwegsehen können. Es gibt häufig Sachen, wo ich mir denke, ja, nicht so geil oder boah, nervt mich das. Jetzt versuche ich noch einen Bogen zu was Positivem zu machen.
schwierig. Es sieht hübsch aus. Also mir gefällt die Stadt. Ich finde es schön, dass sie mal ein bisschen anderes Setting fahren. Aber es ist und bleibt ein Assassin's Creed Unity Add-on für mich. Eine Kartenerweiterung mit neuen Charakteren. Na, leider mittelmäßigen Geschichte und zu wenig Umfang. Hätte es den gleichen Umfang wie ein Unity mit Multiplayer, würde das Spiel deutlich für mich gewinnen und ich hoffe, sie lassen sich das nächste Mal mehr Zeit. Wo wir uns keine Zeit lassen, ist für neue Videos, die bald kommen werden. Freut euch darauf und ich hoffe, ihr hattet Spaß und habt Informationen bekommen und ich sage ganz langsam, bis auf dann.